Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich habe heute wieder für euch ein cooles Ranking-Video und zwar stelle ich euch meine allerliebsten Lidschattenpaletten unter 40 Euro vor. Und zwar habe ich das Video jetzt so genannt, weil ich habe jetzt ein Ranking meiner liebsten Drogerie-Lidschattenpaletten gemacht und werde im Nachhinein noch ein Video zu den teuersten Lidschattenpaletten, also meinen ganzen High-End-Paletten machen. Und deshalb habe ich das jetzt so als Mittelklasse einsortiert. Ich habe es jetzt aber einfach mal unter 40 Euro genannt, weil es halt einfach besser zu verstehen ist. Ich werde euch die Preise auf jeden Fall dann wieder unten in den Ecken irgendwo einblenden. Und ich würde auch sagen, wir fangen dann direkt mal mit meinem Platz 5 an. Auf Platz 5 ist bei mir gelandet die Coca-Cola X Morphe. Die erste Palette aus der allerersten Kollektion. Cooles Packaging, ich liebe Coca-Cola, ich könnte es wirklich immer trinken. Und das ist die Palette. Sie ist so wunderschön, die habe ich auch schon mega, mega oft benutzt. Und ich glaube, sie ist bei mir nur nicht höher im Ranking gelandet, weil die anderen Paletten auch ziemlich cool sind und coole Farben haben. Halt auch wegen der vielen Toppertöne hier, also das ist auf jeden Fall ein Topperton. Und ich glaube, der hier war noch einer. Ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen. Ich finde diese Toppertöne irgendwie unnötig und störend. Auf jeden Fall cool. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die mit drin sind. Und falls man Lust hat, sie zu benutzen, sind sie halt eben damit drin. Hier mag ich sehr gerne das Farbzusammenspiel. Ich finde, das passt sehr gut zu dem Thema von Coca-Cola. Auch allgemein, dass hier so zwei Glitzershades mit drin sind, schätze ich wirklich sehr an der Palette. Denn ich finde, damit kann man jeden Look aufwerten und sehr, ja, ausgehtauglich machen. Auf jeden Fall echt cool und ich habe die Palette auch schon sehr oft benutzt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das in der Kamera erkennen kann. Aber gerade diese dunkleren Nude-Töne habe ich sehr oft verwendet. Selbst die Rottöne habe ich schon sehr oft verwendet. Ich finde tatsächlich, das hier ist so die größere, erwachsenere Version von der Anna Lipke in Zusammenarbeit mit Love. Einfach auch wegen diesen zwei verschiedenen Rottönen und dann eben, ja, diese Brauntöne und so. Das hat sie ja auch in der Palette. Nur hat sie halt noch ein Schwarz mit drin und hier ist halt keins, aber ja, das kommt wirklich sehr nah an ein Schwarz auf dem Auge. Also auf jeden Fall eine super coole Palette für mich. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Sie ist auch wahrscheinlich nicht mehr erhältlich. Vielleicht kommt sie irgendwann mal zurück. Gebraucht bekommt ihr sie bestimmt noch irgendwo. Ich habe jetzt mal geguckt nach dem Preis der neuen Palette. Ich denke, sie müssten genau gleich viel kosten. Die jetzige Palette kostet 25 Euro und ich meine, ich habe auch für die 25 Euro, denke ich, bezahlt. Machen wir weiter mit Platz 4 und da habe ich eine riesengroße Palette. Das ist die Carnival 3 von Be Perfect in Zusammenarbeit mit Stacey Marie. Und die habe ich mit reingenommen wegen der Farbvielfalt. Auch das Packaging ist natürlich super gut. Wobei ich das jetzt nicht so in den Vordergrund stellen würde bei der Palette. Denn es geht mir wirklich um diese Farbvielfalt. Die Farben sind wunderschön. Man kann hier wirklich alles super gut verblenden, weil man immer super gute Farbabstufung mit drin hat. Und allgemein auch die Farben sind super schön. Ich fand auch persönlich bisher die Palette am ansprechendsten. Ich hatte schon oft überlegt, ob ich mir ja, die erste oder die zweite hole und die war dann auch ziemlich neu, als ich sie mir damals geholt hatte. Und tatsächlich fand ich auch die am schönsten von allen dreien, die es bisher gibt. Wobei ich glaube, da gibt es ja auch eine neue, aber ich weiß jetzt nicht, ob die auch in Zusammenarbeit mit Stacey Marie entstanden ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Allerdings ist sie wirklich sehr, sehr schön. Ich mag das sehr, dass hier diese Grüntöne sind. Dann hier so dieses Orangene, Rot-Pinke und dann hier drüben das Lila. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist auch eine Palette, zu der ich sehr oft greife, wenn ich an etwas Buntes denke. Und gerade so finde ich, das ist eine super gute Sommerpalette. Also ja, sehr, sehr schön. Und ich finde, das ist tatsächlich auch eine Palette, die man daheim haben sollte. Man muss halt schon etwas fortgeschritten sein, um gut mit ihr klarzukommen, denn es ist eine sehr stark pigmentierte Palette. Also ich muss halt auch sagen, ich habe sie bisher halt immer nur mit meiner feuchten Base aufgetragen und da poppt ja wirklich alles. Also selbst die schlechteste Lidschattenpalette performt bei einer feuchten Eyeshadow Base sehr gut. Aber hier ist es halt wirklich nochmal echt extremer, finde ich. Also hier muss man wirklich sehr sanft in die Farben gehen und ja, mit Aufbauen ist hier halt nicht viel, weil sie halt wirklich sehr gut pigmentiert ist. Mich stört das nicht, aber ich sage es, falls jemand von euch halt eben noch ein Anfänger ist und halt eben
so eine bunte Lidschattenpalette kaufen möchte, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, aber ihr müsst dann halt überlegen, ob ihr schon dazu bereit seid, mit einer stark pigmentierten Palette umzugehen. Denn ich weiß noch, in meinen Anfangszeiten, als ich mit dem Make-up angefangen habe, war es für mich tatsächlich einfacher, wenn ich eher softer pigmentierte Paletten hatte, beziehungsweise welche, wo ich aufbauen konnte. Stört mich heute immer noch nicht, wenn ich etwas, ich sag mal, aufbaubarere Lidschattenpaletten habe oder halt eben welche, wo nicht so gut pigmentiert sind. Von den Farben her, wie gesagt, sehr, sehr schön und deswegen ist sie bei mir auf Platz 4 gelandet. Dann auf Platz 3 ist bei mir diese 35C Everyday Chic Palette von Morphe. Packaging ist eigentlich der reinste Schrott und sehr billig. Mir geht es aber tatsächlich um die Farben, denn diese Palette ist von innen wunderschön. Das hier ist eine Palette, das muss ich gleich vorneweg sagen, das ist eine Palette, wo man wirklich viel Arbeit reinstecken muss, oder beziehungsweise nicht viel Arbeit reinstecken, aber einfach, wo man ja die Lidschatten aufbauen muss. Also es ist jetzt nicht so wie bei der Carnival-Palette, dass ich einmal reintupfe und direkt ein Auge voll habe, sondern hier muss man wirklich ein bisschen, ja, mehr arbeiten, ein bisschen mehr wieder reingehen und wieder ein bisschen mehr aufbauen. Aber auch das schätze ich sehr an der Palette, denn man kann halt eben damit wirklich super, super gute Alltagslooks schminken. Und allgemein, mir gefällt auch hier die Color Story. Ich denke, wenn es diese Palette auch in besser pigmentiert gäbe, mit genau den gleichen Farben, dann hätte ich natürlich zu der besser pigmentierten Palette gegriffen. Aber mir gefällt halt hier wirklich dieses Zusammenspiel der Farben. Ich finde sie sehr, sehr schön und dieses Glitzer hier in der Mitte, das benutze ich eigentlich immer, wenn ich zu dieser Palette greife. Und allgemein, also die Qualität ist ganz sicher nicht die beste. Ich finde auch die Lidschattenqualität in der Coca-Cola-Palette besser. Aber hier gefällt mir halt, dass man so viele verschiedene Finishes drin hat. Also hier unten hat man ja diesen schwarzen Ton mit ein bisschen Glitzer. Dann hat man die Matten, dann hat man hier den Glitzerton. Dann hat man hier einen Topper-Shade und eben dann noch verschiedene Schimmer. Also wie so eine Natasha Denona-Palette, dass man halt eben verschiedene Formulierungen hat in den Lidschatten. Und das schätze ich halt wirklich sehr, sehr an dieser Palette und halt auch allgemein die Farben. Also wie gesagt, eine sehr, sehr gute Alltagspalette, vor allem wenn man halt ein bisschen trotzdem Farbe im Alltag haben möchte und nicht immer nur braun, schwarz, weiß, grau oder so oder Nude-Farben, dann hat man halt hier wirklich immer noch die Möglichkeit, ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Und ja, ich benutze diese Palette auch wirklich sehr, sehr oft für meine Arbeitslooks, wenn ich halt eben arbeiten gehe. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Diese hier kostet 26,99. Da kann ich euch aber empfehlen zu warten, denn die ist fast immer mit drin, wenn Douglas einen 20% Gutscheincode hat. Und dann bekommt ihr sie, ich glaube, für 20 oder 21 Euro. Weil 20 Euro finde ich dann für die Palette schon echt krass. Und allgemein, ich bestelle eigentlich fast immer nur Paletten mit Rabattcodes. Es sei denn, es sind die allerneuesten, dann ist es mir auch egal. Aber bei der würde ich halt sagen, es lohnt sich dann nicht wirklich fast 30 Euro auszugeben, wenn man sie für 20 bekommen kann, eben weil die Lidschattenqualität nicht die beste ist. Aber trotzdem gefällt sie mir sehr, sehr gut und ich habe echt lange rum überlegt, ob ich die Carnival auf Platz 3 tue oder die auf Platz 3. Aber ich finde halt, wenn ich überlege, dann muss ich halt echt sagen, ich greife halt öfters zu der hier, weil sie halt natürlicher ist als die Carnival-Palette. Obwohl ich halt wirklich sagen muss, die Qualität bei der Carnival-Palette ist halt besser als die hier. Allerdings kostet die Carnival-Palette halt 39,90 auf Purish, habe ich gerade geguckt. Deswegen, ja, sie ist dann halt wirklich 13 Euro teurer als diese hier. Das muss man sich dann halt überlegen. Deswegen, ja, auf jeden Fall trotzdem eine super gute Alltagspalette. Und deshalb ist sie bei mir halt eben auf Platz 3 gelandet, statt auf Platz 4. Dann kommen wir schon zu Platz 2. Und es ist somit auch der vorletzte Platz im Ranking. Und da habe ich die Too Faced Pumpkin Spice Palette ausgesucht. Die kostet 33,99 und ich liebe sie sehr. Was ich aber dazu noch sagen muss, dieser Preis ist im Moment reduziert, also eigentlich kostet sie, glaube ich. Die Palette hat damals oder vorher halt eben 47,99 gekostet und jetzt im Moment bekommt ihr sie bei Douglas für 33,99, also schon eine sehr große Ersparnis. Das liegt allerdings auch daran, dass diese Palette bald aus dem Sortiment genommen wird. Deswegen würde ich es euch erst recht empfehlen, jetzt noch zuzuschlagen, weil dann gibt es sie eben nicht mehr. Und ich finde es auch mega schade, wenn ich dran denke, dass sie die aus dem Sortiment nehmen wollen. Denn sie ist wirklich schön. Also das Packaging finde ich persönlich jetzt überhaupt nicht ansprechend. Mich erinnert das irgendwie an so einen Lebkuchenmann. Keine Ahnung. Was ich halt an ihr wirklich schön finde, ist diese Farbstory. Auch eine Palette, die ich wirklich sehr, sehr oft benutzt habe. Und
Die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, man kann hier halt auch sehr schöne Looks damit schminken. Was ich dazu sagen muss, sie ist allerdings parfümiert. Sie riecht halt eben nach Pumpkin Spice, schätze ich mal. Ich habe noch nie Pumpkin Spice gerochen. Auf jeden Fall ein sehr süßlicher Geruch. Wie gesagt, ich habe sie oft benutzt. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Das Einzige, was ich hier an dieser Lidschattenpalette bemängeln würde, ist, ich weiß allerdings auch nicht, ob das an meinem Lidschattenbasis liegt, so wie immer. Ich erwähne es fast immer. Aber weil ich halt eben mit einer feuchten Lidschattenbase arbeite, daran kann es halt eben liegen. Aber die Lidschatten verfärben sich bei mir. Also sie sehen hier wirklich sehr, sehr hell aus. Wenn ich sie dann halt eben auf die feuchte Base stempel, kommen sie halt leider etwas dunkler raus als hier im Pfännchen. Das ist mir auch schon bei der Natural Nudes Palette von Too Faced aufgefallen, dass sie dann halt ein bisschen von dem im Pfännchen abweichen. Stört mich allerdings nicht. Wie gesagt, ich finde hier die Qualität super gut. Ich finde, sie riecht gut. Das Farbzusammenspiel gefällt mir. Das Einzige, was ich halt nicht so schön finde, ist das Packaging. Aber ja, darauf lege ich jetzt auch nicht so viel Wert. Also ich bin schon ein Packaging-Opfer. Aber bei dieser Palette oder bei Paletten, die mir von innen gefallen ist, wird das Packaging dann auch egal. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das wäre halt eben die letzte Möglichkeit oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie lange sie noch erhältlich sein wird. Es kann aber eben sein, dass es dann bald leider vorbei ist. Also ja, kann ich euch nur raten, jetzt noch zuzuschlagen, falls ihr sie schön findet. Und wie gesagt, sie ist halt gerade reduziert. Dann sind wir auch schon bei dem Platz 1 gelandet. Und ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch schon vielleicht geahnt hat oder nicht. Es ist aber von allen Paletten, die ich euch jetzt hier in meinem Ranking gezeigt habe, auf jeden Fall die Palette, die ich am meisten benutzt habe. Und ich möchte es auch gleich erwähnen, die Palette hat für mich auch die beste Lidschattenqualität. Nicht alle Lidschattentöne, das möchte ich gleich sagen, aber die meisten. Und was mich an dieser Palette am meisten überzeugt hat, sind die Schimmertöne. Und zwar ist bei mir auf Platz 1 die Naked Tutorials Palette gelandet, und zwar in Zusammenarbeit mit Beauty Bay. Das Einzige, was mich hier stört, ist das Packaging. Allerdings macht es für mich sehr viel Sinn, so wie sie es eben in ihrem Video erklärt hatte. Und deshalb, ja, stört es mich vielleicht sogar auch ein bisschen weniger, weil es halt eben für mich einen Sinn ergibt. Es ist halt nur beim Schminken ein bisschen nervig, wenn dann immer die eine Seite zurückklappt, aber das ist auch halb so wild. Man hat halt hier auf jeden Fall zwei Spiegel. Der eine, ich weiß gar nicht welcher, der auf der schwarzen Seite ist ein Vergrößerungsspiegel und der hier halt eben normal. Ist auf jeden Fall auch sehr praktisch auf Reisen. Ich habe sie auch schon sehr oft zum Übernachten mitgenommen. Und ja, ich finde, mit dieser Palette kann man super gut Alltagslook schminken, vor allem so mit dieser Seite hier, weil selbst dieses Blau oder dieses Grün kann man ein bisschen absoften, wenn man dann das Braun hier oben nimmt. Ich muss es mal so ein bisschen hinter mich klemmen, sonst wird es schwierig. Die anderen Farben hier sind sehr hell, sehr sommerlich, sehr frühlingshaft, sehr schön. Wie gesagt, ich finde die Schimmertöne von dieser Palette mit Abstand die besten Schimmertöne, die ich in meiner gesamten Schminksammlung habe. Vor allem allgemein, egal in welcher Beauty Bay Palette, es sind für mich persönlich die besten Schimmertöne als Formulierung, die ich halt eben in der gesamten Schminksammlung habe. Und Beauty Bay ist ja wirklich nicht sehr teuer. Es ist aber halt auch wieder Geschmackssache. Manche mögen das nicht so, wenn es so arg sparkelt. Ich persönlich finde es halt am besten, beziehungsweise ich finde, es zeigt auch die beste Qualität. Die Palette habe ich super oft benutzt und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das ist so eine Palette, die regt mich auch automatisch dazu an, kreativ zu werden und mal andere Farben auszuprobieren, ein bisschen auch aus dieser Komfortzone rauszukommen, wobei ich die ja nicht wirklich habe. Ich bin ja nicht so jemand, wo sagt so, nee, ich trage jetzt keine bunten Lidschatten, wenn ich so und so oder den und den Anlass habe. So bin ich einfach nicht. Ich trage immer das, worauf ich Lust habe und das, was am besten meiner Meinung nach zum Outfit passt. Und deswegen interessiert es mich nicht wirklich, was andere über, ja, meine Looks denken oder so. Ich finde halt wirklich diese Farben sehr, sehr schön. Man wird halt wirklich sehr fantasievoll angeregt, wenn man sie besitzt. Also zumindest bei mir so. Und natürlich ist es halt eigenes Empfinden. Jeder wird eine andere Palette auf den ersten Platz tun oder allgemein anders ranken. Und jeder hat ja auch andere Paletten daheim. Aber für mich halt eben von den Paletten unter 40 Euro sind es oder ist es halt eben die beste. Gut, ihr Lieben, und bevor dieses Video noch viel, viel länger wird, verabschiede ich mich schon von euch. Schreibt mir doch mal super gerne, welche Palette ihr von denen unter 40 Euro ihr auf Platz 1 setzen würdet. Das würde mich mal wirklich sehr, sehr interessieren.
Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!